Moin! Herzlich willkommen zur Sonntagnachmittagsausgabe Let's Play LSU10. Hier auf der Nordfriesischen Marsch, Vierfach-Map. Halt, Version 2.1 ohne Gräben. Eine Sache haben wir vergessen. Welche Sache haben wir vergessen? Wir haben vergessen, hier einen Cosplay-Kurs aufzuzeichnen. Der nicht ausgeht. So. Und ja, ich habe ja in der Folge vorhin habe ich ja zwei Silageballen hier zerschnitten, wieder aufgeschnitten. Die Silage habe ich jetzt hier oben drauf und die wird ich jetzt direkt zur EGA. Wo ich die hier reinkippen kann. Ob hier noch Luft dafür ist. Ja, geht. Schön. So, ab zur BGA. Weiter Silage verkaufen. Und dann kümmern wir uns um den Klaas mit den durchdrehenden Reifen. Und dann kommt die, ja, ich weiß nicht, das ist die Überraschung, die Neuerung. Ja. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier jetzt ein bisschen was ausprobieren, die nächsten Tage. Und wenn das alles funktioniert, dann könnt ihr vielleicht eigentlich sogar alle davon profitieren. Aber ne, das wird noch ein bisschen dauern. Also wenn ihr das heute seht, wird es mindestens noch eine Woche dauern. Und auch nur, wenn das alles ohne Probleme abgeht. Wenn ich da keine Schwierigkeiten habe. Und wenn das... ja. Wenn auch mein Testteam, also ne, mein Testteam sind praktisch meine Mitspieler aus dem Multiplayer, wenn die aus ihren Single-Plays sagen, jo, spielt, und wenn wir das dann auch im Multiplayer benutzen und es spielt, dann könnt ihr da auch von profitieren. So viel sei schon mal gesagt. Wo will er denn hin, dass er da so... So, meine Lieben, das funktioniert, das andere funktioniert auch. Und jetzt zeige ich euch was. Dazu suchen wir mal hier den Shop. Und hier ist nix. Hier ist nix. Aber wenn ich jetzt in den Shop reingehe, dann fällt euch vielleicht direkt auf, unter den LKWs Friesenjung Transportpack. So. Das Ganze basiert auf dem ATC oder ATC Vehicle Pack von Alfredix, also veröffentlicht bei LS Mod Company. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Paket an Fahrzeugen und Trailern und so weiter und so fort. Und es gibt vom Alfredix eine allgemeine Freigabe, dass man das benutzen darf, weiterverbreiten darf, abändern darf. Man muss es sogar verändern, man muss also die ganzen ATC-Logos da rausnehmen. Und das habe ich mal gemacht, habe das
Paket ein bisschen verändert, weil was bisher war, ist Paletten konnte man immer nur noch einlagig laden. Man konnte Big Bags zweilagig laden, aber Paletten nur einlagig. Man konnte zwar Big Bags auswählen und dann Paletten laden, die standen dann aber ineinander. Und das sah natürlich nicht so schön aus. Ich bin jetzt beigegangen und habe eine Auswahl. Also ich habe nicht alle von denen, sondern ich habe ganz viel rausgeschmissen aus dem Pack. Und habe aber eben ein paar dagelassen. Das heißt, wir haben hier drei Pritschen-LKWs. Und ihr seht ja, die können 12 Rund, also der erste kann 12 Rundballen, 12 Quaderballen, 12 Big Bags. Jeweils 10 Ultimas, 12 Paletten, 4 Holzpaletten und 3 Swapper-Paletten und Tanks laden. Die habe ich selber noch nicht gehabt, aber das steht so in der Mod-Beschreibung drin. Und das wird dann eben immer ein bisschen größer. Die Fahrzeuge werden ein bisschen teurer und können aber auch mal mehr laden. Genau so gibt es dazu 3 Anhänger mit Deichsel, ohne Knick, also ohne Drehschemel. Es gibt 3 Anhänger mit Drehschemel. Es gibt 2 Sattelzugmaschinen. Und es gibt 3 Auflieger. Und der größte hier zum Beispiel kann 36 Rundballen, 32 Quaderballen, 32 Big Bags, 34 kleine Ultimas, 30 große Ultima-Ballen, 32 Paletten, 12 Holzpaletten und 8 Swapper-Paletten und Tanks laden. Ja. Und wie gesagt, wir testen das. Das ist jetzt Version 0.002. Ja. Weil die Sache war, ich habe ja mal für dieses Fliegel-DPW-Pack habe ich ja mal ein Tutorial gemacht. Das ist mein meistgesehenstes Video tatsächlich, was auch heutzutage immer noch wieder angeguckt wird. Ich kriege heute immer noch Kommentare dazu, dass den Leuten das sehr geholfen hat oder teilweise auch, dass die Leute es trotzdem nicht hinkriegen. Ich habe aber für das Fliegel-DPW-Pack keine Freigabe, das weiterzugeben. Das Gemoddete, dass man Paletten zweilagig laden kann. Hierfür gibt es aber ja diese allgemeine Freigabe. Ich habe mich beim Fliegel-DPW-Pack auch nie um die Freigabe gekümmert. Ja, das interessierte mich alles nicht. Also ich wollte da nicht den Modder nerven, weil ich wusste, dass er da nicht so, oder davon gehört habe, dass er da nicht so von begeistert ist, Paletten zweilagig zu laden und so. Aus verschiedenen Gründen, weil Paletten ja auch unterschiedlich hoch sind. Also ich will das hier auch noch ein bisschen anpassen. Ich muss noch gucken. Ich passe es natürlich für mich und mein Team an. Für die nordfriesische Marsch, auf die Palettentypen, die es da gibt. Aber damit könnt ihr ja dann sicherlich auch was anfangen. Und ja, wie gesagt, hierfür gibt es eine offizielle Freigabe, dass man es weiterverwenden kann. Ich habe die soweit verändert, ich habe das komplette Branding geändert. Und ja, wir schauen mal. Ich kaufe mir jetzt mal was. Jetzt kaufen wir natürlich hier den großen. Gibt es mit verschiedenen Motorausführungen. Also mit 420 PS, 460 PS, 500 PS, 580 PS und 640 PS. Dann fangen wir wieder unten an. Kann sich die Farbe natürlich aussuchen. Man hat verschiedene Reifen. Das sind übrigens alles Sachen, die habe nicht ich gemoddet. Ne? Das ist alles vom Alfredix, beziehungsweise was weiß ich, wo er es her hat. Ich habe also nur dafür gesorgt, dass das mit, also dass die Store-Bilder, die habe ich geändert, das Branding habe ich geändert und die Ladung habe ich ein bisschen geändert. Und das ist auch noch nicht, sag ich mal, das letzte Wort gesprochen, was die Ladung angeht. Da werde ich mich sicherlich nochmal ransetzen. Ich glaube, ich werde diese Swapper-Packs rausnehmen und dafür vielleicht, weiß ich nicht, Kartoffelpaletten oder so mit reinnehmen. Ich muss mal schauen. Ich muss mal gucken, was es an verschiedenen Palettenarten auf der nordfriesischen Marsch gibt und wie hoch die jeweils sind, weil das ist das Problem, wie hoch die sind. So, es gibt verschiedene Reifen. Das ist übrigens, diese Konfigurationen sind mehr oder weniger bei allen die gleichen: Straßenreifen, Agrarreifen, Geländereifen, Traktorreifen, Traktorreifen beschriftet und wieder Straßenreifen. Irgendwo bei irgendeinem gab es, glaube ich, auch Dual, aber das war irgendwie, ja, ich nehme mal Agrarreifen. Felgenfarbe, schöne Farbpalette. Und ich kaufe den mal und sage, jo. So. Und ich kaufe mir natürlich auch gleich einen Anhänger dazu. Und das ist das Schöne. Ich würde mir eigentlich diesen Drehschemel kaufen, aber
auf den hier passt genauso viel. Und ich fahre lieber ohne Drehschemel, weil ich dann besser rückwärts fahren kann. Und ja, da gibt es eben auch Farbe, kann ich aussuchen. Seht ihr, hier kann man auswählen, was man für Reifen haben möchte. Straßenreifen, normal, Agrarreifen möchte ich haben. Kaufen. Ja, möchte ich. Okay. So. Und was wir jetzt machen ist, wir testen das jetzt, ob das auch vernünftig funktioniert alles. Ja, so, hier seht ihr die beiden. Überall irgendwie hier URL. Achso, das ist übrigens auch so ein URL-Skript wie beim Fliegel DPW-Pack. Zeige ich euch gleich, dass man so, ne, das verschieben kann und höher und runter und so weiter und so fort. Und ja, die Logos. Ich habe die Logos, ja gut, das sind zwar meine Logos hier überall. Ich habe die aber da nicht überall hingeklebt, sondern da waren im Original auch schon irgendwelche Logos dann von ATC. Und ja, brauche ich ja nicht. Daher habe ich die dann, also musste ich ja auch ändern. Und ich habe einfach dann praktisch unsere Logos da reingenommen oder meine Logos. Und ja, also wir haben hier ein MAN. Und wir haben hier diesen passenden Trailer dazu. So, was eben auch ganz cool ist. Es gibt also hier hinten auch noch eine Auffahrrampe. Muss man eben gucken. Mit U fährt man die aus. Kann man hier noch andere Fahrzeuge drauf mitfahren lassen. Kann man andere Sachen mit transportieren. Das ist serienmäßig. Das braucht man nicht extra aktivieren oder so. Zack. So, Zulassungsskript ist da. Man kann also die, ja, kann die Fahrzeuge zulassen. Er hat noch ein bisschen starke Motorbremse. Ich muss also auch an den Fahreigenschaften. Die gefallen mir noch nicht so ganz. Da muss ich mich aber erstmal mit beschäftigen, wie man die verändert. So. Und damit habe ich jetzt erstmal die Symbole und sind auch ein bisschen komisch noch. Aber mal gucken. Vielleicht bastel ich mir da auch noch was hin. Ja. Also eine eigene Fahrzeugkollektion, Fahrzeugsammlung. Ich will nur gerade mal gucken. Ja, gut. Ich will auch noch mal an den Rundumlichtern was machen. Ich muss mal schauen, was ich da hinkriege. Mehr. Ja. Aber wenn die funktionieren, dann schmeiße ich die ganzen Fliegelpacks raus und auch die ganzen anderen Trailer. Dann benutze ich nur noch das hier. Zukunft. Und wie gesagt, wenn das hier funktioniert, wenn das fehlerfrei läuft, dann kriegt ihr das auch als so, jetzt muss ich mal eben, kriegt ihr das auch zum Download. Rundballen. Ja. Rundballen 1,3 Meter. Weil was ich jetzt machen will, ist, ich will hier Silageballen auslagern. Hier müssten zwei Stück drin sein. Hole ich gleich mal ab. Und hier müssten ein paar mehr drin sein. Was hatte ich gesagt? Ich krieg 22 davon drauf. So lagere ich mal hier 20 aus. Wobei, ich habe ja auch noch den Anhänger. Ja gut, den laden wir jetzt nicht voll. Was ich nämlich machen möchte, ich möchte mal sehen, wie das ist, wenn man Silageballen am Verkauf, weil das soll ja unheimlich viel Geld bringen. So.
So, die Zeit ist schon wieder um. Ich bin auch noch nicht so ganz mit dem Bereich zufrieden, in dem, ja, 22 Stück, in dem praktisch dieses Autoload funktioniert. Den Bereich möchte ich auch gerne noch ein bisschen vergrößern. Ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Und wir fahren jetzt erstmal zum Hof und verkaufen das dann da. Und wenn das alles gut funktioniert, dann wird nämlich jetzt hier gleich demnächst erstmal werden richtig viele Fahrzeuge verkauft. Nämlich alle die, die ich nicht mehr brauche. Es ruckelt etwas, ich weiß nicht, ob es am... So, da seht ihr das URL, also den URL-Bereich. Und ich sagte ja, das ist wie beim DPW-Pack. Den kann ich verschieben. Kann ich auch in der Höhe verschieben. Zack. Naja, so viel kriege ich da auch nicht für. Naja, wobei doch, das waren... vorher schon kurz davor. Ja, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall haben wir hier richtig cool neues Fahrzeug. So. Schauen wir mal da hier auf Paletten. Achso, ja. Wenn es euch denn bisher gefallen hat, dann würde ich mich über einen Kommentar oder ein Like oder ein Abo freuen. Und sagt mir auch mal Bescheid, was ihr hier von dem Fahrzeugpaket haltet. Ob ihr das interessant findet oder ob ihr das albern findet. Und ja, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden hier auf meinem Kanal. Wenn es das zum Download gibt. In diesem Sinn, sag ich mal ciao.